So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon an meinem Skin gerade, ja, er ist wieder zurück. Also auch ihr könnt den Skin jetzt haben. Ich habe ja schon damals gesagt, ich feiere diesen Skin. Nur ganz kurz, warum habe ich 3000 V-Bucks? Kurz und knapp, wir haben gestern ein bisschen Gas gegeben bei Rette die Welt. Milo hat da ein bisschen weitergeholfen. Gruß geht da an der Stelle raus. Er hat sein Wort gehalten. Also er hat wirklich Gas gegeben mit mir zusammen, mit Kuchen zusammen. Also danke erstmal an der Stelle. Dann muss ich Danke sagen an Dragons. Willkommen in der Familie, sage ich jetzt einfach mal. Er ist jetzt auch Kanalmitglied, kann auch die Emotes im Chat ausnutzen. Und in dem Sinne erstmal Gruß an beide raus und natürlich auch Dankeschön. So, wir gehen direkt rein in den Item Shop und wir haben schon gesehen anhand von meinem Skin, da ist wieder was Neues drin. Was heißt neu? Für einige neu, nämlich der Skin quasi. Der ist jetzt halt wieder mit drin. Ich hasse, dass das sehr automatisch da die Stile wechselt, ne? Und dadurch, dass ich den im Besitz habe, ich kann mir die Stile nicht aussuchen. Dadurch rattert er mir immer hier durch. Das ist echt nervig. Jedenfalls, den gibt es einmal in der Variante, dann gibt es den nochmal in der dunklen Variante, die mir persönlich am besten gefällt, und die Eisvariante. Die Rückenaccessoires natürlich genauso, einmal normale Variante, Feuervariante und die Eisvariante. So, bei der weiblichen Version können wir wenigstens mal ein bisschen selber reingucken. Einmal Feuer, einmal Eis. Aber da muss ich sagen, da gefällt mir die männliche halt wirklich deutlich besser. Oder was meint ihr? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Weiblich oder männlich? Also ich finde, dass ich schon damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Weil die weibliche, ich weiß nicht, das sieht da irgendwie aus wie Harry Potter in weiblich. So, natürlich auch mit dem passenden Rückenaccessoire, genau dasselbe. Wechselt auf für jeden Stil, kannst du dir genau passend zuschneiden. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch das Ganze kaufen wollt, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Vergesst nicht, ihn einzutragen. Ein paar sind anscheinend nicht mehr ganz so aktiv. Was Fortnite betrifft, das merkt man halt wirklich langsam, dass die Season ein wenig zu lang dauert. So, dann die magischen Schwingen. Die deutsche Sprache ist wieder voll am Start. Ja, ist ganz nice, aber ich finde sie zu groß. Sie sind einfach zu groß. So, dann noch die Pickaxe. Ich weiß nicht, warum man hier nicht mehr so viel hört. So, dann gehen wir direkt weiter. Die Schlachtstäbchen sind wieder da. Auch in drei verschiedenen Varianten. Aber ich sag ganz ehrlich, mein Sohn hat sich den ja gekauft damals. Dieses Ding. Die Musik bei jedem Kill ist schon nice. Also ich höre das ja immer, wenn mein Sohn die Switch an hat. Also mir gefällt es eigentlich echt gut. Also für 1200. Weil das Rückenaccessoire macht halt jedes Mal, wenn du einen Kill machst, fangen die Deppen da hinten drauf an zu singen. Das ist echt geil gemacht. Also da kann ich dann doch verstehen, warum mein Sohn sich den gekauft hat. Ohne zu fragen. Ja, was will man machen? 8 Jahre alt. So, dazu noch die passende Tarnung. Gucken wir gerade mal schnell alles durch. Ja, die Tarnung, ja, ich sag mal, ist Geschmackssache. Also mir gefällt sie wirklich nicht. Ne. Die Tarnung, ne. So, das war das. Das stimmt, mehr haben wir da nicht. Zwei Sachen. Dann haben wir wieder drin die Boxer. Nämlich einmal in blablabla. Blablabla. Muss ich wieder aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen irgendwas kaufe. Man kennt es von früher noch. Einmal in dieser blauen Variante und einmal in dieser roten Variante. Aber da sage ich ganz ehrlich, die gefallen mir wirklich nicht. Ne. Die Skins sind nicht schön. Dazu natürlich passende Rückenaccessoire, auch in Rot, auch in Blau. So, was haben wir noch? Dann haben wir die Pickaxe. Ah, naja, ist halt ja, ist halt nichts Besonderes in dem Sinne. Also keine 800 V-Bucks wert. Dann hier die Abkühlungstarnung. Ja, zur jetzigen Zeit, so wie die Map ist, mit dem Eis und alles, da sieht die recht nice aus. Aber ich glaube, wenn das Eis weg ist, dann ist es auch wieder uninteressant geworden. So an sich aber nicht schlecht, die Tarnung. So, dann haben wir das. Dann haben wir die Clowns sind wieder zurück. Er wechselt nicht. Wieso wechselt er nicht? Einmal Stilvorschau, einmal mit Kopf, ohne Kopf,
einmal mit Kopf. Die sind halt schon krank, aber damit fällst du halt richtig auch auf der Map. Also so ein Just for Fun Skin, aber eigentlich nicht so für normales Spiel, würde ich sagen. Aber davon haben wir natürlich noch ein Rückenaccessoire. Das sieht wieder nice aus. Also wie gesagt, der Skin an sich ist nice, aber ich glaube, du fällst halt einfach zu sehr auf Distanz. Dann haben wir die Sturmtrooperin wieder drin. 800 V-Bucks. OG-Skin, man kennt es. Dann auf großem Fuße. Warte mal, ich muss mal gerade für euch den Ton wieder lauter machen. Warte. Zack, zack, zack. Ja, wegen Rette die Welt habe ich da echt ein bisschen runtergeschraubt. Aha. Nicht schlecht. Sieht doch bei dem Skin ein bisschen komisch aus. So, dann setz dich doch schon wieder zurück. Auch geschenkt bekommen. Gruß geht da raus. Ist eigentlich echt ein cooles Emote. Also ich benutze es wirklich sehr häufig. Dann Oldschool. Und Flughafen ist wieder da. Den habe ich aber vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Beziehungsweise nie drauf geachtet. Also der Kleider ist mir komplett fremd. Ist mir nie aufgefallen und zur Season 6 Zeit habe ich, glaube ich, überhaupt gar kein Fortnite richtig gespielt. Aber ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, das war's halt mit dem normalen Shop. Wir gehen jetzt kurz rüber zu Rette die Welt. Wenn ihr den normalen Chat gar nicht mehr den normalen Shop nur sehen wollt, dann danke schon mal fürs Zuschauen. Und denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Ihr wisst, der kostet euch nichts. Dann gucken wir nämlich mal kurz, was in Rette die Welt passiert ist. Was vor allem für Lamas diese heute drin ist. Eins kann ich schon vorweg sagen: V-Bucks-Aufgaben gibt es heute definitiv gar keine. Derzeit sind sie da ziemlich am Sparen. Dann muss ich mal kurz angeben. Ihr seht, ich komme jetzt bis hinten hin. Klar, spielen kann ich da noch nicht. Da komme ich nur bis dahin. Bin jetzt Blitzlevel 84, aber da wird natürlich noch ein bisschen nur reingegrindet. Aber es wird halt, es wird langsam, würde ich sagen. So, dann haben wir die Upgrade-Lamas. Gruß an Schleuderaffe. Der wird mir wohl 100 Pro wieder sagen, kauft ihr davon zwei. Dann haben wir die Super-Anhänger-Lama. Ist eigentlich an sich nicht schlecht, aber für 1000 V-Bucks, das ist ein bisschen crazy. Und auch hier gerne, wenn ihr meinen Creator-Code eintragt, YT-FamilyHack, auch da unterstützt ihr mich. Also wenn ihr nur Rettet die Welt spielt, auch gerne da meinen Creator-Code eintragen. So, im Shop hat sich nicht viel getan, außer dass wir jetzt bald wirklich den ganzen Shop rausgekauft haben. Ich habe mir einfach mal alle Ressourcen rausgekauft, weil ich brauche anscheinend doch alles. An Gold habe ich jetzt nur 5000 Gold. Und an Winter-Lama-Tickets 136, weil da hatten einige gesagt, wie viel hast du da? Weil mein Creator-Code das nämlich ein bisschen verdeckt. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Euch noch einen schönen Tag und haut rein.